Kennst du das Gefühl, wenn morgens der Wecker klingelt und du einfach denkst, so nein, ich stehe heute erst gar nicht auf, ich habe überhaupt keinen Bock, du fühlst dich komplett antriebslos und würdest den ganzen Tag am liebsten überhaupt nichts machen. Damit bist du überhaupt nicht alleine, das wird jedem mal irgendwann so gehen. Für manche ist das eine längere Phase, für manche eine kürzere. Allerdings ist eins ganz klar, wir müssen etwas dagegen tun, weil sonst kann es sich über eine längere Zeit hinziehen und das möchten wir ja nicht. Sehr, sehr wichtig ist es also, dass wir diese Antriebslosigkeit wirklich konsequent entgegenstellen. Und wie wir das machen, das erzähle ich dir in diesem Video. Der erste sehr entscheidende Punkt ist deine persönliche Schlafqualität. Wie lange schläfst du, wie gut schläfst du, wie tief schläfst du auch wirklich dann und viele weitere Punkte, die deinen Körper beeinflussen. In dem Schlaf regenerieren wir und sammeln Kraft für den nächsten Tag. Und ohne diese Kraft, naja, wie sollen wir denn da einen Antrieb haben, wenn unser Körper eigentlich noch viel mehr Ruhe bräuchte und eigentlich gar nichts machen kann momentan. Deswegen solltest du in einem ersten Schritt deine allgemeine Schlafqualität kontrollieren. Heißt, wie lange schlafe ich wirklich effektiv? Habe ich vielleicht irgendwelche Quellen, die meinen Schlaf irgendwie in eine negative Weise beeinflussen? Handy direkt bei mir, irgendwelche Lichter, Lärmquellen oder irgendwelche sonstigen Dinge, die es mir dann eben nicht so 100%ig erlauben, in den Tiefschlaf zu gehen, den ich so unbedingt benötige, damit ich am nächsten Tag fit bin. Auch solche Dinge wie ein Energy Drink oder auch ein Kaffee am Abend sind da sehr, sehr kontraproduktiv, denn du wirst aufgepusht sein, du wirst dich wacher fühlen und naja, wie sollst du schlafen, wenn du dich innerlich eigentlich noch wach fühlst? Also lass die ab einem gewissen Zeitpunkt unbedingt weg und schau auch, dass du vielleicht nicht direkt kurz vor dem Schlafen gehen noch eine große Mahlzeit zu dir nimmst, weil sonst muss dein Körper gerade noch verdauen und kann dabei gar nicht richtig zur Ruhe kommen. Kontrolliere also deine Schlafqualität, um am nächsten Morgen viel mehr Antrieb zu haben, als du vielleicht vorher hattest. Ein zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass du eine Balance findest, eine Balance zwischen Arbeit und Erholung. Es gibt ja diesen Begriff der Work-Life-Balance, der immer und überall mittlerweile auftaucht und genau darum soll es im Prinzip hier genau gehen. Ein Mensch hat, auch wenn viele es vielleicht behaupten würden, nicht unendlich Energie, also auch wir müssen unsere Batterie immer mal wieder aufladen. Dafür haben wir, wie bereits angekündigt, den Schlaf, wir müssen aber auch andere Erholungsphasen einbauen. Das kann ganz unterschiedlich sein, das kann auch Sport sein. Für viele ist Erholung auch gleichzusetzen mit sportlicher Aktivität. Das kann das Laufen sein, das kann das Schwimmen sein, Fußball spielen oder whatever. Sport kann deinen Körper erholen. Einfach mal auch geistig vielleicht abschalten, auf ein ganz anderes Thema kommen. Einfach erholen. Und genau da brauchen wir die Balance. Wir können nicht 24/7 durchpowern, durchpowern, durchpowern. Wir müssen mal abschalten, an andere Themen denken. Themen, die vielleicht unser Gehirn nicht so strapazieren und wo wir einfach mal wirklich nur wir sein können, ohne irgendwelche Hintergedanken zu haben, von wegen so, ey, das muss ich jetzt heute aber unbedingt noch gemacht bekommen, weil sonst, naja, sonst bin ich mal wieder im Hintertreffen, dann muss ich alles noch mehr aufholen und dann geht die Batterie im Prinzip noch schneller weiter runter, bis wir dann irgendwann vielleicht bis zu einem Burnout kommen. Genau daran anknüpfend ist es sehr, sehr sinnvoll, sich Pläne und To-Do-Listen zu machen, täglich, wöchentlich, monatlich und auch sogar jährlich, damit ich einfach genau sehen kann, was muss ich bis wann gemacht haben, um ein großes Ziel zu erreichen. Wie ihr wisst, ihr solltet euch sehr, sehr konkrete Ziele machen, denn dann könnt ihr diese besser erreichen. Nur mit diesen täglichen To-Do-Listen habt ihr einen genauen Überblick, was mache ich heute, und dann könnt ihr auch sehen, hey, wenn ich das jetzt alles geschafft habe, dann könnte ich mir einfach mal eine Erholungsphase gönnen, dann kann ich einfach mal abschalten, weil ich habe das, was ich machen muss, um auf der Strecke eben zu bleiben, geschafft. Und dann kann ich auch ganz unbeschwert und auch nicht mit schlechtem Gewissen mir einfach vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden zocken gönnen, wenn ihr darauf Bock habt. Sport, irgendwas im Fernsehen gucken, Netflix oder whatever. Ihr habt eure Ziele bereits für den heutigen Tag geschafft, eure To-Do-List ist abgehakt. Gönn dir ruhig die Pause. Gönn dir die Erholung und so hast du ein viel, viel, viel reineres Gewissen. Mal neben dem, dass du durch eine To-Do-List auch deutlich an Zeit sparst, denn wie häufig kommt es vor, dass wir uns überlegen, so, was musste ich denn jetzt noch machen und bis was muss ich denn heute kommen überhaupt? Wenn du eine To-Do-List hast, dann musst du einfach nur draufschauen und gucken, ach, 20 Seiten standen heute an und nicht jetzt erstmal überlegen, genau wie lange es dauert. Nein. Du hast deine 20 Seiten, die du machen musst, du weißt es von Anfang an, du musst nur 3 Sekunden mal eben lesen. Fertig, los geht's. Ist für uns deutlich einfacher, wenn wir nicht so viele Entscheidungen treffen müssen, sondern einfach bereits wissen, was zu tun ist
und was aber auch nicht. Gleichzeitig kann es sehr, sehr sinnvoll sein, wenn du dich wirklich antriebslos fühlst, dass du dich unter Leute mischst. Das können Freunde, Familie, Bekannte sein, mit denen du dich triffst. Das kann aber auch tatsächlich der Coffeeshop nebenan sein, wo du dann vielleicht lernst. Bedeutet, setz dich vielleicht in die nächste Bäckerei, in das nächste Café oder sonstiges, nimm einen Laptop, ein Tablet oder einfach nur dein Handy oder ein paar Zettel mit, wo du mit lernen kannst oder was auch immer du gerade vorhast. Und wenn du liest, dann nimm ein Buch mit. Aber geh vielleicht einfach mal unter Menschen, damit du dich nicht so alleine fühlst und dich vielleicht unter Menschen einfach etwas wohler fühlst und auch mehr Motivation hast, was zu tun. Denn mit Menschen alleine in der Umgebung kann es bereits einen sehr, sehr großen Motivationsschub geben. Natürlich ist das nochmal was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel mit Freunden was machst. Wenn du sagst, ich verabrede mich jetzt mit Freunden zum Beispiel zum Sport, ist das natürlich nochmal was anderes. Aber alleine schon in einem Café kann es dich persönlich schon viel, viel weiter nach vorne bringen, als wenn du eben den ganzen Tag alleine zu Hause sitzt und eigentlich immer nur so vor dir her denkst, ich habe keinen Bock. Und ebenfalls sehr, sehr wichtig ist natürlich, dass wir genug Tageslicht bekommen. Das bedeutet, insbesondere im Winter haben wir da immer so das Problem, dass wir uns antriebsloser fühlen. Die Sonne scheint nicht mehr so wirklich, Vitamin D bekommen wir nicht mehr so wirklich toll durch die Sonne und wir fühlen uns einfach insgesamt so ein bisschen so, boah, so ein bisschen träger. Deswegen schau, dass du genug Tageslicht bekommst. Im Zweifelsfall Tageslichtlampen gibt es mittlerweile super tolle. Schau da gerne mal unten in die Beschreibung. Ich verlinke dir da mal so 2-3 Stück, die vielleicht für dich sinnvoll sein können. Winterdepressionen sind ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo du darauf achten solltest. Und sollte etwas so auf dich zutreffen, dann guck da bitte nach. Du bist da nicht alleine mit, dass du dir dort im Zweifelsfall wirklich Hilfe suchst. Tageslicht also unfassbar wichtig, damit du dich besser fühlst, damit du mehr Antrieb hast und an deinen Zielen aktiv arbeiten kannst. Und wie du deine Schlafqualität wirklich aktiv verbessern kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Wir sehen uns dort.